Meine Fresse ist es krank, aber ihr kennt mich, ich schreck doch vor nichts zurück. Wir machen das. Herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Ich muss mir jetzt aber erstmal von allem wieder die Munition holen. Denn es wird nicht einfach. Hier, was ich mittlerweile alles kaufen könnte. Hoverbombenpistole, what the fuck? Spinnenbordhandschuh, das ist mir alles so noch so ein bisschen suspekt. Stromklau hat gut funktioniert, muss ich sagen. Er hätte natürlich gerne den Rausschmeißer, den feiert eher so hart. Also das wäre definitiv mal ein Ziel. So, Zeitherausforderung in 3 Minuten. Da muss aber jetzt alles stimmen. So, mit Fall noch. Wieder. So, wo ist er? Direkt drauf gehen, das mit der Stromklaue hat, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Aber 3 Minuten finde ich immer noch ganz schön übel. Scheiße, gib mir das mal ins Richtige jetzt hier. Ich muss möglichst wirklich viel sofort hier rausballern. Einen weggeworfen, egal, jetzt wird wieder zur Stromklaue greifen, wo er da ist. Ah, das wird gefallen, geht mir auch richtig hart auf den Sack. Verfolgerpistolen. Mal sehen, inwieweit mir die was bringen, wenn ich die jetzt hier sofort in die richtige Richtung raushau. Hier meine Dudes brauche ich dringend wieder. 3 Minuten ist schon verfickt kurz, Mann. Wo ist er denn? Wir sehen jetzt gerade nicht mal. Ja, das dürfte sehr schwer werden. Auch wenn die Taktik, die ich jetzt so benutze, nicht verkehrt ist, aber... Oh, wo ist er wieder? Sofort hinterher und irgendwie noch versuchen, Schaden zu nehmen. Komm! So, ein letztes Mal meine Freunde hier holen. Dann. Ratchet muss böse einstecken! Ja, ich merke das selber auch. Scheiße. Uiuiui, ich kann mich da nicht auf alles konzentrieren. Das ist zu viel. Ich springe auch noch in die Falle. Noch lebe ich, aber das halte ich nicht mehr lange. Na, von der Zeit her wird es vielleicht sogar gehen. Guck mal. Hätte ich von Anfang an ein bisschen besser aufgepasst. Na, jetzt wird mir nur gleich die Stromklaue ausgehen und dann wird es problematisch. Weil wir wissen ja, es ist halt noch nicht vorbei und wir können keinen Schaden mehr nehmen. Boah, ist das übel. Ah, mit richtig hart viel. Na, scheiße, ich habe ja wirklich nichts mehr. Mal eine Runde vielleicht. Und jetzt kommt erst der schlimme Teil. Oh, fuck. Alter, shit. Nein. Oh, Alter, ist das Hardcore. Aber es wäre möglich gewesen. Das ärgert mich am meisten. Es wäre möglich gewesen. Ich muss mir definitiv ein paar von den Dudes hier... Von denen muss ich mir aufheben bis zum Ende. Dann ist das eventuell machbar. Und ich versuche mich direkt am Anfang nur...
Weil wenn ich ihn treffe mit der Blitzkanone, dann gibt es da auch gut Schaden. So ist es nicht. Also auf den nicht geachtet. Aber damit zu treffen ist halt nur leider auch nicht ganz so einfach. Okay, das heißt, wir müssen uns hier auch wieder um die Gefechtstürme kümmern. Alles auspacken, was wir irgendwie zur Verfügung haben. Jetzt fällt doch nochmal mit der Blitzkanone. Komm schon, lass ihn treffen, lass ihn treffen. Ah, ihn zu treffen ist so schwer. Ah, der macht mir echt richtig... Oh, warte mal, da ist was. Ah! Ne, ich brauche jetzt hier schon mal ein paar Dudes, so ist es jetzt nicht. Jetzt habe ich ihm echt so gut wie keinen Schaden gemacht. Wir haben eine Minute jetzt schon fast rum. Das ist mies. Das ist mies! Mann, und das darf mir auch nicht dauernd passieren. Habe ich wieder überhaupt gar keine Konzentration, was den angeht. Okay. Jetzt noch ein paar Gefechtstürme. Oh, was ist jetzt los? Das sah gerade nicht sehr gesund aus. Verfolgerpistole, komm schon, die hat doch auch noch einiges gebracht, oder? Ja. Oh Mann, nicht in die Fallen reinlaufen. Scheiße! Ja, jetzt kriegen wir zu viel Schaden. Too much damage. Alter Verwalter, es gibt nur noch aufs Maul. Und warum hat denn der noch so viel Leben? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh nee, es macht mich fertig. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich probiere jetzt noch einmal nur mit dem Schraubenschlüssel zu arbeiten. Also hier direkt beim ersten darf ich noch überhaupt keinen Schaden nehmen. Gut, hat soweit geklappt. Auf jeden Fall auf die Spinnen achten, da habe ich auch gut Schaden genommen. Ah ja, das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. So, Runde 3, einmal Schaden genommen. So, bei denen war es wie gesagt am schlimmsten, weil die ja schießen. Auch wenn es Schaden macht, immer in der Luft bleiben irgendwie. Damit komme ich irgendwie am besten klar. So. Oh, das ist wirklich gar kein so schlechter Run. Ja, bis auf die Dudes. Die machen mich richtig fertig. Die haben mich am Ende gekillt. Na, aber da kann ich fast was mit anfangen. Diesmal bin ich da etwas konzentrierter an der Sache dran. So, waren hier schon die Verfolger-Dudes? Nee, ne? Die kamen erst in der Runde drauf. Ah, unnötig Schaden genommen. So, sofort auf einen drauf gehen. Ja, genau deswegen. Oh ja, die sind auch teilweise ein bisschen unfair, muss ich sagen. Komm, das ist machbar. Jawohl, er hat mich nicht getroffen. Yes! Sehr schön. Ratchet und der Metalltyp gewinnen den Preis. Puh, okay, wieder 5000. Was? Zeitbegrenzte Waffenherausforderung. Erledige alle Feinde mit dem Lancer. Ja, das kann man mal probieren, ne? Das kann man zumindest mal probieren. Oh Mann, ey, ich kann mir ja... Also Bolz verdienen ist echt schon eine schwere Geburt. Und ich habe auch nur 300 Schuss, das heißt, ich muss auch da wieder aufpassen. Ups. Oh Mann. Das heißt, mir hier auch verbleibende Zeit, wie viele Runden sollen denn da kommen?
Dann hier mal vorsichtig, weil hier kann ich kombinieren. Mit dem Elektro-Damage. Ja, vielleicht sollte ich... Wie viel halten denn die aus? Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich mal ein bisschen Gas geben und nicht auf Munition achten, solange... Okay, das war easy. So lange geht's nämlich nicht. 10.000 Balls für so ein Kack! Ah, okay. Die unmögliche Herausforderung. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich gucke sie mir mal an, ansonsten lasse ich es auch gut sein, denn dann habe ich zwei Parts Arena wieder, das muss auch irgendwann mal wieder reichen. Eine von Fragezeichenrunden. Ich kann aber benutzen, was ich will, sehe ich das richtig? Ach so. Das ist nun wahrlich ein kosmischer Haken. Was die aber auch aushalten, Alter. Oh my fucking God. Runde 3 von 3. Ich habe eine ganz schnelle Befürchtung, wie lange das geht. Auf jeden Fall länger, als ich es noch spielen wollte in dem Part. Das ist so meine Vermutung. Ich finde die Lava-Pistole eigentlich gar nicht so kacke, muss ich sagen. Vielleicht ist sie dann auch aufgelevelt gar nicht mal so schlecht. Sie ist auch so nicht schlecht. Also ich kann mir nicht meckern. Sie stoßt die Gegner zurück, sind relativ schnell down. So, selbst bei diesen. Und sie ist halt so dynamisch. Was ist das? Oh oh. Okay. Na, hier nehme ich definitiv was anderes. Naja, bisher Runde 7, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist zum Beispiel die Lava-Pistole wieder endgeil dann. Die ist schnell. Naja, sie gefällt mir da in dem Sinne sehr gut. Warte mal. Stromklauer macht bei den Gegnern eher weniger Sinn, gell? Macht nicht so viel Damage. Haust du halt die Mini-Atombombe nochmal kurz rein? Hier, ja, dann nehme ich lieber nochmal den Lancer. Ja, schon leider ab und an. Ah, nice! Ich wollte gerade sagen, ein bisschen viel Schaden genommen, aber so ist es natürlich extremst gut. Kommt bestimmt noch ein Boss am Ende, oder? Oh Gott. Jetzt wieder irgendein Scheiß verballern an Munition. Ich meine nicht, hallo, nehmt ihr mal Schaden oder was? Vielleicht war das nicht die beste Idee, die jetzt zu verballern. Meine Freunde hier, weil... Kommt bestimmt noch was Schlimmeres, wo das dann eventuell nötiger wäre. Okay. Kommt bestimmt noch einer, oder? Komm, ich habe aber jetzt richtig viel Energie, das sollte doch mal möglich sein. Oh, die packen aber auch einen aus. Ich weiß jetzt langsam, warum die unmöglich wird, weil man irgendwann von nichts mehr Munition hat, ey. Das befürchte ich. Und ich sehe auch hier, ja doch, hier liegt schon ein bisschen Munition rum, aber... Hält sich jetzt auch in Grenzen. Das heißt, ich sollte dann vielleicht auch mal wieder hier zum Schraubenschlüssel greifen. Ab und an. Puh, das ist wirklich eine harte Herausforderung. Habe ich wieder ein bisschen Munition bekommen? Naja, wirklich Munition will ich es jetzt nicht nennen, ne? Nee, da habe ich nichts mehr. Dann nehme ich Folge.
Oh, hier nehmen wir. Ah, wartet mal, wir haben doch hier auch noch was. Ein Gefechtsturm zum Beispiel. Das ist doch gerade für die Gegner ganz gut. Ja. Kann man benutzen. Ah, das gefällt mir gerade wieder gut. Oi, da wirklich? Oh Mann, ich tu dem keinen Schaden. 20 Runden, wie lange soll das gehen? Geht das wirklich die vermuteten 50 Runden oder was? So viel Munition kann man gar nicht besitzen. Geht gar nicht. Wer kommt denn jetzt? Oh Mann, Alter, wirklich? Aber trainieren kannst du halt hier in der Arena wirklich hervorragend. Also da kann man nicht mehr ran. Komm du mal her. Immer wieder dieser Kleine. Jetzt muss ich mal wieder ein paar Geschwächtstürme hinsetzen. Damit ich hier möglichst unnötigen Schaden vermeide. Aber immer wenn ich welche von denen setze, kriege ich alleine schon Schaden genug. Oh wei. Also die Verfolgerpistole auch definitiv trainieren. Die macht echt gut Damage. Oh, aber sie übertreiben es langsam mit der unmöglichen Herausforderung. Also langsam ist echt übertrieben. Mit dem Geschützturm gefällt mir das hier echt gut. Wenn dann noch ein Boss kommt, ey, dann raste ich aus. Geht gar nicht munitionstechnisch. Da musst du ja übelst equipped sein. Muss ja Endcontent fast spielen. Komm, jetzt besiegt den Enden. Oh, wenn Runde 30 nicht vorbei ist, oh, krieg ich hier die Plätze. So, mir geht die Munition dann übelst aus. Alter. Was ist denn los, Mann? Ich hab wirklich gleich für nichts mehr. Dreck Stromklaue ist einfach scheiße. So, die 2 Sekunden, was hab ich. Jetzt hab ich vielleicht. Oh, jetzt hab ich's ganz schön weggeworfen. Wenn man den Gegner ist okay, da kann ich die Stromklaue ja benutzen, aber. Alter Verwalter. Es ist nicht ohne die Herausforderung. Wäre auch schon längst gestorben, hätte ich kein Nanotech-Upgrade. Bei denen kann ich die Stromklaue auch noch etwas einsetzen. Aber auch grenzwertig. Oh, komm, sag mir, dass bei 30 vorbei ist, bitte. Oh, es hört nicht auf. Oh, muss ich jetzt wirklich allen Ernstes so eine richtige Räude benutzen? Sowas wie den Wurfstern. Und den Bombenhandschuh. Der Bombenmannschuh geht ja sogar noch, aber. Nein, es hört nicht auf. Scheiße! Es werden die befürchteten 50. Das wäre natürlich jetzt echt ärgerlich, ey. Weißt du, da rackerst du dich so ab und dann wirst du am Ende einfach nur noch verarscht. Wenn du das nicht weißt. Also, die sollten dir wenigstens sagen können: Ja, mit deinem Equip kannst du es schaffen. Oder halt auch nicht. Das finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ja, so wie ich das hier aktuell sehe. Also. Ist das Hardcore, ey.
krieg vermutlich sogar noch mal ein Level up, aber oh mein Gott, ja, das habe ich jetzt, ne, befürchtet. Aber es wird mich nicht retten. Dann habe ich die Arena jetzt gemacht, um mich ein bisschen aufzuleveln, aber mehr auch nicht. Alter, das sind, ey, vielleicht sind das über 100 Runden, ja? Ich meine, das gab's in Ratchet & Clank 3, da gab's wirklich mehr Challenges in 100 Runden. Ich glaube, die hieß auch wieder Mögliche Challenge oder sowas, aber 100 Runden, so viel Equip kann man doch gar nicht sammeln. Vor allem das Zeug macht auch hier keinen Schaden. Es ist beeindruckend, wie ich es in Runde 33 geschafft habe. Wieder so viele von denen, ey. Alter. Ohne Witz, ey, so nicht. Da steige ich auch kein Level mehr auf, um mich dann nochmal irgendwie zu retten. Ich müsste den kompletten Rest dann mit dem Schraubenschlüssel machen. Wie soll das funktionieren? Wie soll das aussehen? Der Wurfstern ist auch kacke, ey. Ich glaube, da brauchst du dann wirklich Waffen, die ihn rausschmeißen oder so. Oder hier noch einmal von denen welche oder so. Alter, verreckt dadurch nicht mal. Oh, nochmal nach oben. Oh, langsam reicht's mir. Langsam reicht's mir. Ich seh's allen. Das hat keinen Taug. Keine Chance gegen die Gegner. Ja, ich glaube, ich sterbe jetzt auch, weil man war ja ganz nett, der Versuch, aber ich habe von nichts mehr Munition. Schau dir das mal an, ey. Zweimal Gefechtsturm. 25 Lancer. Jetzt kommen hier auch noch die ganze Zeit irgendwelche Meteoriten. Und wie gesagt, das könnte doch bis 100 gehen und das ist mir dann echt. Schaut mal, ist alles rot. Es ist einfach alles rot. Ich habe von nichts mehr. Visi-Bombenwerfer ist Quatsch. Ein Verdampfer habe ich noch. Aber was willst du mit dem Scharfschützengewehr hier, ne? Ne, das können wir jetzt auch sein lassen. Der Versuch war nett. Ja, auch nicht. Immerhin fast in Runde 40. Ist meines Erachtens eine beeindruckende Leistung, aber es reicht. Es reicht. Boah, das war heftig. Ach, 200.000 Gold gibt's dafür. Na, dann dauert das bestimmt noch Runden.